Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Sons of the Forest mit Voucher und mit Nameless. Schön, dass ihr da seid. Ich bin hier schwer auf der Suche nach unserem Bunker. Der Bunker, an dem wir immer die Rüstungen gedruckt haben, die Pfeile eingesammelt haben. Vielleicht weiß ja er Bescheid. Hast du den Bunker gesehen? Der muss hier irgendwo sein. Ich weiß auch nicht, muss gucken. Ich bin halt immer mit dem Navi gelaufen und das Problem ist, ich finde das Ding nicht wieder. Da stand außen das Golfkart und von da aus wüsste ich es dann. Jetzt laufen wir mal hier die Dings entlang. Es muss irgendwo hier kommen, Leute. Vielleicht weiß es der Keulo. Was macht denn der? Der sucht Gold. Du Keulo, ich such's Golfkart. Hast du das gesehen? Kannst du mir sagen, ob ich da richtig bin? Keulo? Keulo, ich suche meinen Bunker. Schub dum dum die Dai. Keulo weiß es auch nicht. Dann laufe ich mal weiter. Die sind ja alle mehr oder weniger hier unwissend. War das überhaupt der Fluss? Ich meine halt, das war irgendwo an dieser Mündung, Leute. Jetzt laufe ich noch da vorne ums Eck mit euch. Falls es da nicht ist, werde ich weitersuchen und euch dann kurz davor reinholen, würde ich sagen. Was hat der Keulo da jetzt gemacht? Das war ja eine sehr flache Stelle. Hier war es irgendwo, gell? Da ist es tatsächlich. Yay, Bebe. Yay. Dankeschön. Jo, warum mache ich das? Also hauptsächlich wegen den Glühbirnen. Ich möchte zum Ende der Folge heute gerne unsere Balkon, kannst du ja nicht sagen, diese Umrandung vom ersten Stock, die möchte ich heute gerne mit euch so beleuchten, dass alles einheitlich ist, schön. Und nimm doch die Fackel, wir haben es doch jetzt rausgefunden, dass die besser ist. Ja, das möchte ich gerne machen. Und dann hätte ich gerne noch den Innenraum von unserem Lager gestaltet. Da habe ich auch tierisch Bock drauf. Ich würde jetzt sagen, ich mache hier unseren altbewährten Vorgang. Guck mal, Batterien, weil ihr wisst ja, ich vergesse immer die Taschenlampe ausmachen. Wir könnten auch für den einen Bereich oben mal gucken, ob ich... soll ich gleich ein paar Rüstungen drucken? Wie viel habe ich denn? Weißt du, dass wir oben im Speicher jetzt nicht ganz alles vernachlässigen, nur weil wir ein cooleres Lager haben. Pass mal auf, ich ziehe mal die zwei an. Was hat er denn da jetzt gemacht, bitte? Keine Ahnung. Ja, dann drucke ich das parallel. Nein! Die Pfeile brauchst du nicht mehr. Die Pfeile brauchst du nicht mehr, junger Nami. Hallo? Achso, ja. So. Sodi Schmodi. Genau. Also den Vorgang kennen wir. Den haben wir ja im Let's Play jetzt mehrfach schon gehabt. Ich sammle ein und hole euch dann dazu, wenn ich nochmal hochlaufe, meine, meine Munition auffüllen, ja. Dann machen wir jetzt heute wieder die Blenden und dann sind wir am Ende der Folge wahrscheinlich am Ziel, was die Außenbeleuchtung angeht. Ich habe jetzt wieder 8 Glühbirnen und die Solarzellen, das bringen wir dann heute alles schön an. Solarzellen werde ich noch ein, zwei Mal gehen müssen, weil dieser Doppler-Bug nicht mehr funktioniert. Das ist aber nicht ganz so schlimm und Pfeile habe ich natürlich mitgenommen. Jetzt muss ich aber erstmal gucken, wo wir da hin müssen. Doch, Navi war schon recht. Ich habe da oben meine Base. Ich meine, ich mache es mal kleiner. Ich bin an diesen. Hier müssen wir hin. Hier müssen wir hin. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt kurz zusammen. Dann kann ich nochmal Munition holen, weil es ist echt angenehm, wenn man einfach da ein bisschen rumballern kann. Da würde ich mich jetzt auch nochmal richtig verausgaben. Und dann will ich nochmal mit dem Kleider auch was probieren. Man muss ja im Prinzip springen, oder so habe ich es jetzt immer gemacht, wir springen ja immer von einer ziemlich hohen Stelle ab und gleiten dann übers Land. Man kann aber, und so habe ich es auch in den Kommis ein paar Mal gelesen, man kann auch Höhe gewinnen, indem man immer im Sturzflug sich ein bisschen Aufschwung holt. Das möchte ich heute gerne mal probieren, indem ich vom Dach springe. Ob ich es schaffen würde, richtig fett Höhe zu gewinnen. Weil, wäre eventuell ein kleines Stream-Thema mal für einen schönen Abend, dass wir uns noch, hallo, eine Absprungschanze bauen, weißt du? Was hast du gesagt? Wir sehen die zu wenig, ich soll sie mitmachen. Früher war halt der Armsee. Früher war halt der Armsee, der hat halt mal so Bäume weggeballert. Hallo? Ja, ich bin hier, du siehst mich doch. Oh, er hat mich erwischt. Wie oft muss ich den mit der Fackel anzünden, bis er down ist? Vielleicht kann der ja auch einen Baum fällen. Hallo?
Das war nur angetäuscht, die alte Wutz, ne? Als ob er schreien wollte. Da macht aber kein Baumblatt, ne? Gut, ich erwische den halt kaum. Jetzt haben wir schon 3 Rüstungen gekostet. Könnte die Sterbeanimation fast gewesen sein? War sie nicht. 3-mal habe ich ihn jetzt angezündet, ne? Jetzt haben wir ihn. Tatsächlich nach 3-mal. Du hast doch gespuckt. Boah, Alter, ich hab noch... Er sitzt ihm auf dem Kopf, unser Mutant brennt und daneben das holt sich seine Rüstung, er kennt da nichts. Gut. So, jetzt habe ich natürlich wieder vergessen, wo ich hin wollte, hier lang. Ja, dann zieh sie aber jetzt auch gleich an, wenn du die... Hat schon wieder einen Haufen jetzt gekostet, nämlich. Lass doch die alles, du musst sie nicht machen. Macht er für euch, sagt er. Macht er für euch. Aber ich glaube, die blinden Mutanten, die hat er so langsam aber sicher schon ins Herz geschlossen. Jo, ich glaube, das tut uns ganz gut, weil wir verlassen die Staffel nicht, bevor das Häusel nicht annehmbar ist, ne? Ist klar. Und da ab und zu mal einen kleinen Spaziergang machen, schadet bestimmt nicht. So, trink mal ein Schlückle aus dem Bach. Den willst du nicht, der nächste? Okay, kein Problem. Du bist ja auch, darfst ja selber entscheiden. Hier will er trinken, sagt er. So, Leute. Oh, schön. Das war da drüben. Kelvin ist bei uns. Virginia ist bei uns. Na, ist doch super. Ja, dann stelle ich mir da oben jetzt gleich ein Zelt auf. Ja, aber da ist ja nichts Weltbewegendes drin. Ne? Sonst hätte ich gesagt, wir buddeln jetzt mal eine Runde. Dann möchte ich doch lieber meine Beleuchtung daheim installieren. Ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, sind es immer noch über eine Woche, bis das Update kommt, das nächste. Ne? Jetzt ist natürlich die Frage... Warum dieser etwas längere Zeitintervall? Kommt da vielleicht ein absolut göttlich fettes Update? Oder sind viele Mechaniken, die sie verändern? Also, ich bin sehr gespannt. Sollte die Staffel bis dahin ihr Ende gefunden haben, werden wir natürlich jetzt nicht press die zweite Staffel dran machen. Ihr wisst ja, ich brauche immer so ein ganz kleines bisschen Pause. Würde ich einfach anbieten, dass wir aus dem Spielstand... das nächste Update einfach angucken. Kommt es donnerstags Nacht? Ja, das wäre doch, passt doch schön am Wochenende dann gemütlich. Schauen, was sie für uns parat haben. Und irgendwann kommt dieses Update, auf das wir alle gewartet haben. Oder die brauchen 3 Wochen, weil der Schlitten sich so, weißt du, wegen dem Holzschlitten. Weil der einfach zickt. Glaube ich nicht. Aber, naja, wir schauen mal. Jetzt machen wir erstmal hier fertig. Wie gesagt, ich bin noch nicht ganz am Ende. Das ist so. Und da machen wir natürlich auch nicht aus. Geht's dir noch einigermaßen? Ich habe drin im Dings, habe ich da was zum Essen gefunden. Du wirst jetzt da oben kein Zwischenlager aufbauen, oder? Ein Mutant. Ein Mutant. Das war jetzt leider nicht viel. So, jetzt wollte ich gerade sagen, ich mache eine Blende, aber im Prinzip können wir oben kurz zusammenstoppen. Ich hole euch dann auf dem Heimweg wieder ran, weißt du? Vor allem, es gibt in der Nähe, es gibt in der Nähe so viel, unendlich viele Munitionskisten. Aber hier oben weiß ich halt, was ich kriege, ne? Deswegen laufe ich da jetzt gerade hoch. Schalanina, schalanana. Schalalilalalala. So, wenn ich das noch richtig weiß. Aber das habe ich mir gemerkt, weil das hier so, so eine spezielle Form hat hier, ne? Das war da hinten das Lager. Ist da drüben auch was? Weiß nicht. Hier war es gewesen. So, dann sammle ich jetzt einfach mal ganz kräftig ein. Für den Fall der Fälle, es kommt irgendwas ganz Schlimmes. Nehme ich euch dazu. Ansonsten sehen wir uns daheim in aller Ruhe. So. Perfekt. Ist schon ein bisschen besser jetzt, ne? Jo, dann mache ich mir jetzt gemütlich Musik. Und hol euch ran, kurz bevor ich daheim bin. Wir sind dann bei Tag 89, glaube ich. Vorräte sind aufgefüllt, ab geht's nach Hause. Wir haben jetzt so um die 30 Schuss für alle Schusswaffen, also zweimal die 30 Schuss für die Schrotze und 30 9mm. Einmal habe ich schon geladen, dann können wir uns ein bisschen verteidigen. Virginia, Kelvin, die kommen jetzt gleich nach und wir sausen erstmal verkabeln. Wir verkabeln das jetzt so, dass wir dann in der nächsten Nacht, die wir zu sehen bekommen, einmal ums Gebäude rum können, die Lichter anschauen. Wir müssen bloß auf der hinteren Seite, also praktisch jetzt gleich,
Ja, die östliche Seite, weil jetzt haben wir ja das N entdeckt. Die östliche Seite, da weiß ich noch nicht hinten raus, weißt du, ob wir da viel brauchen. Dub-dub-dubi-du, dub-dub-dubi-dub-du. Jo, Spiel kommt nicht mehr mit. Hallo? Hallo! Oh, die haben mir ja mein Dingle abgebaut hier. Weißt du, weil unser Holzbug ist nämlich irgendwann behoben und dann brauche ich das. Warum haben die das abgebaut? Oder wahrscheinlich habe ich es abgebaut. Also in den meisten Fällen war es ja dann so, dass ich es abgebaut habe. Ja, aber ich zieh's nochmal rüber. Irgendwas scheint ja dann zu fehlen. Ich bin gespannt. Jo, es ist schon armselig mit drei Solarzellen auf der Seite. Wie haben mich das damals gemacht, dass die sich vermehrt haben? Das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich nicht mehr. Ja, hier hing das immer. Wenn du recht guckst, habe ich das abgebaut. Wie habe ich das damals gemacht? Lass uns mal kurz aufs Dach. Ich verbaue die schon mal. Nehmt das. Er hängt da irgendwo fest. Ich frage mich nur gerade, warum. Das Navi hat sich kurz aufgelöst. So, wir hopfen einmal kurz hoch. Wie habe ich das damals gemacht? Ich glaube, ich habe die genommen, habe sie hier irgendwo hingewettert und hatte dann immer noch alle im Inventar, gell? Jetzt sind es nur noch zwei und wenn ich sie dann aufhebe, ich weiß es nicht mehr. Vielleicht haben sie das aber auch schon längst gefixt, ne? So, wir müssen mal kurz gucken. Ah ja, die Reihe haben wir bis rübergezogen hier. Am coolsten. Und hier ist eine. Ja, dann machen wir jetzt hier auch. Na? Und die kann ich ja aufheben, ne? Und dann mache ich das hier nämlich genauso. Dann haben wir mal eine Reihe auf gleich, ne? So, Leute. Da müssen wir jetzt praktisch noch ein paar Mal laufen. Das nächste, was mir persönlich wichtig wäre, wäre dann hier unten die Verkabelung. Ja, aber eigentlich sollte man es dann vorne raus auch machen, ne? Normalerweise müsste es hier auch geschehen. Weil es ist ja nicht, dass wir eine schöne Leuchte haben, sondern dass der Besucher halt weiß, okay, hier Hotel. Kleines Mini-Wald Las Vegas. So, und hier hinten, da weiß ich nicht, ob man das da hinten dann auch noch unbedingt braucht. Weil im Moment haben wir auch nicht genug Glühbirnen. Ich würde mal sagen, wir fangen mal hier an. Das ging eine Zeit lang, ne, wenn ich die dann abgebaut habe. Aber es hat sich offensichtlich erledigt. Ich kann ja mal spaßhalber gucken. Jetzt habe ich aktuell drei. Oder? Jetzt müssten es dann einfach nur vier sein. Ja. Weil wenn ich es einzeln mache, ist das gleiche Spiel bei mir, ne? Siehst du, jetzt sind wir out of Glühbirnen. Wenn ich die jetzt rausnehme, hat sich's mal irgendwann gedoppelt, aber das ist vorbei bei mir. So, wollen wir sie anschalten, gucken, ob es überhaupt geht. Jo, klar geht's. Ist ja LED. So, mal gucken, ob das Spiel da Performance einbußt. Aber ich glaube nicht. Das wird super. Schalalu. 1, 2, 3, 4, 5. Mir fehlen jetzt noch 5 Stück. Und wenn ich es hinten raus nicht will, kann ich die wegnehmen. 1 und 2 erstmal. So, dann könnten wir theoretisch, also das wäre schon cool, wenn wir sie hier. Ja, ich sehe es gerade. Was schick aussehen würde, ist, wenn ich da so einen halben reinbastel. Ich glaube, da gucken wir uns mal kurz um. So, das weiß ich natürlich nicht, wie weit sind die zwei weg, weil die brauche ich ja schon. Ah, Virginia hängt, glaube ich, wieder fest hinten. Da müsste ich dann gleich meinen Speichervorgang nochmal machen. Nehmen wir mal an den einen kurz. Das wird schon. Also ich glaube, dass er an der Lampe hängen bleibt, wenn er mittig geht. Gut. Dann wissen wir das auch. So, einmal kurz ablegen. Ich habe auf der 6 die Axt wieder. Nicht? Oh. Kannst du gleich deinen Hämmerle rausholen? Hast wieder irgendwas geschrottet? So. Man kann kaum zu glauben, aber man hat dann doch das Gefühl,
Es wird nochmal ein Stückchen gerader alles, gell? Ja, das mache ich jetzt so fertig. Also pass auf, wir schießen mal Holz hoch. Wir müssen kurz, also das möchte ich schon. Das Räumchen ist ein Träumchen und deswegen sollte man da auf jeden Fall genug Liebe noch rein investieren. Wenn ich jetzt hier kurz speichere, ist, glaube ich, Virginia schneller wieder da, weil die wird uns halt helfen, Muni zu sparen. Aber jetzt habe ich die Hölzer hoch, ne? Wenn die jetzt auslocke, ist vorbei. Ich glaube, wir gehen mal kurz mit hoch. Yay! So, einmal ganz kurz die schöne Schrägsäule noch mit hin. Das wäre dann, wo habe ich es denn hier drüben? Also hier will ich auf jeden Fall eine hin. Was kann sein, dass wir hier vorne nämlich schön offen lassen? Beziehungsweise ja, es ist offen. Wir müssten es uns von unten angucken, ob ich es da auch mache oder nicht. Ich mach's mal hin. Dann sehen wir es ja später. So, und was uns jetzt noch fehlt, ist hier. Ich wollte gerade sagen, sind wir da schon fertig? Haben wir das fertig gemacht gehabt? Das muss auf jeden Fall hin. Da ist jetzt wieder einer nicht. Doch, passt. Ne, da ist er. So, Leute. Dann lassen wir es gemütlich ausklingen. Dann kriegen wir das nämlich heute fertig. Was soll mit dem Kleider? Das wollte ich noch probieren. Vielleicht machen wir das auch noch heute. Einmal Höhe gewinnen, ordentlich, dass ich nicht immer weg muss. So, wir hatten schon in der Hand. Perfekt. Das sieht schon wieder so aus. Entweder ist da was kaputt, weißt du, oder du musst das hier auch nochmal abstützen, dass die Lücken alle weggehen. Pass mal auf, das probier mal jetzt. Den opfer ich nochmal. Sechs hast du gesagt, gell? Ja. Ne, halb. Hier ist es. Also nur mal zum Spaß. Hier unten sieht man ja eine Lücke zwischen den zwei Stämmen auf der rechten Seite. Ja, die ist immer noch da. Die ist immer noch da. Gut. Nicht die Auswirkung, die ich dachte. Ja, das ist schon recht so. Dann haben wir das, dann haben wir das, dann machen wir das noch fertig hier. Ich habe die Maus nicht bewegt und er nimmt trotzdem dann den. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie haben wir denn das da hinten gelöst? Obenrum ist überall zu gewesen. Obenrum ist zu. Es sieht aus, als wäre es hier genauso, ne? Aber nach außen hin war es nicht zu, gell? Da kann nämlich sein, dass ich hier nochmal aufmache. Doch, da haben wir es auch zu gehabt. Cool. Hinten weiß ich noch nicht. Vorne müssen wir jetzt gleich mal gucken. Ja, und hier die Jungs. Kelvin ist mittlerweile da. Das freut mich. Da wollte ich übrigens auch mal was reinsetzen in die Kästen, ne? Die da drüben sind ja schon fertig. Was nehmen wir denn da? Was sind das hier eigentlich? Sechs Guarana-Samen. Ja, dann machen wir mal hier komplettes Guarana-Feld. Gurena, Gurena, Shali, Shalom. Gurena ist nicht dumm. Da-di-da, da-dam. Könnte auch irgendwie ein Name sein von einer der Einheimischen hier, ne? Gurana. Mrs. Gurana, ich habe da eine Frage an Sie. Wollen Sie mal in unser Modell einchecken? So, hier haben wir Guranat. Das passt. Hier müssen wir schon zumachen, oder? Ja, also hier sieht es halt immer noch so aus wie ein Setzkasten. Und das sehe ich auch. Aber das ist nachher dann egal, wenn ich es zumache. Also hinten müssen wir auf jeden Fall ein bisschen massiver blocken. Hier sieht es okay aus. Bis auf die Blumenkästen, die noch nicht ganz gerade sind. Aber hier ist es tatsächlich vom. Mir gefällt es hier. Und von vorne.
Von vorne hat es auch noch ein bisschen Setzkasten-Style. Das werden wir verhindern, wenn wir oben seitlich zumachen. Müssen wir uns angucken. Kelvin, bleib unten. Ich weiß schon, wo du wieder hin willst. Du brauchst dich mir nicht zu erkennen geben. So Leute, jetzt habe ich wieder die Dinger. Ich würde mal ganz kurz ein bisschen Holz hochschaufeln, damit wir noch die Regale hier drüben hinzimmern können. Und ich werde gleich nochmal speichern, dass Virginia dann auch den Weg wieder zu uns findet. Den weiß ich noch nicht, ob ich den offen lasse. Ne? Siehst du, hier müsste man dann den hinmachen, dass es wieder gleich ist. Ne? So. So Träumchen. Am liebsten würde ich auch noch die Blumenkästen gleich fertig machen. Dann mache ich nochmal eine kleine Blende, bis das Holz oben ist. Ne? Wie gesagt, wenn ich jetzt speichere, kommt sie nämlich gleich wieder. Ja, das ist es. Hast du denn jetzt da durchgezogen? Du bist halt einfach ein Künstler. Du bist halt einfach ein Künstler, nämlich. Das haben wir schon immer gewusst, habe ich das. Zeichnen wir kurz die Regale an, damit es hier Bilder gibt. Das müsste ja jetzt alles soweit gleich sein. Das Einzige, was wir nicht haben, ist hier eine gewisse Gleichheit. Da sehe ich jetzt das Treppenhaus. Da habe ich ja überlegt, irgendwann mal, ob wir das zumachen wollen. Okay. Das war doch aber die ganze Zeit schon immer das Problem hier, ne, mit dem einen. Das heißt, wir müssten es dann anders irgendwie machen. Ich weiß aber nicht, wie. Ich kann ja hier nur was drauflegen, wenn ich einen hinbaue. Wahrscheinlich wird es offen bleiben müssen. Das könnte ich aber kurz wegbringen. Komm, jetzt zeichne ich die Regale an. Wie haben wir es denn gemacht gehabt? Wir haben 4 Stück auf der Seite. Ich glaube sogar, also, weil sie müssen hier unbedingt Regale sein. Soll man nicht hier irgendwie vielleicht einen Knochenständer lieber hinstellen oder so? Einfach, damit die sich nicht gegeneinander... Könnte mir vorstellen, dass das vielleicht eine Ecke cooler wäre. Warte mal, geschwind. Gucken wir uns einfach an. Ich meine, umgestellt ist gleich. Das ist ja so praktisch, dass das mittlerweile geht mit dem Umstellen. Ich stehe drauf. Ja, ich könnte mir hier vorstellen, dass man hier einen Knochenständer... Oder wir machen tatsächlich einen Teilbereich zu einem... Wir könnten da auch die Küche mit einplanen, Leute. So, jetzt muss ich gerade mal kurz gucken. Die Regale, bin ich jetzt schon 10-mal vorbei wieder. Wo sind die Regale? Wo sind die Regale? Hier sind die Regale. So, noch eins hier. Oder wir machen tatsächlich, das könnte man vielleicht auch machen. Ich glaube, das sieht schicker aus. Ich will jetzt nicht unbedingt die Küche hier noch mit reinnehmen. Wobei es echt nicht schlecht wäre. Wenn wir den auf die Höhe packen. Und den könnte man auch auf die Höhe packen. Ja, dann kannst du aber trotzdem hier unten zum Beispiel erst trockengestellt. Jetzt haben wir ein Stammlager, Knochenlager. Das ist Knochenlager. Ich hoffe, das ist Kelvin. Jo, das Knochenlager kriegt man. Das könnte man sogar hier. Mach das mal so hin. Ich will mal gucken. Wir müssen ja auch. Sitzt das jetzt ineinander? Kriege ich da 3 Stück schön so ineinander gestellt? Da haben wir hier ein Knochenlager. Hier haben wir mehr oder weniger nochmal eine Kleinigkeit für oben drauf. Stammlager würde ich nicht reinnehmen. Aber die Dings vielleicht. Ein Sticklager und ein Steinlager, oder? War das so? War das so, Leute? Das würde ich dann hier auch mittig ranpacken. Und ein Steinlager. Aber das könnte man. Ja, dann hängt es hier zu weit rein. Das will ich dann nicht. Und was ist, wenn ich das einfach mal so reindrehe? Man kann es ja immer noch verstellen. Kelvin, bist du das? Weil du warst nämlich vorhin unten geglitscht. Wenn du. Jo, super. Hole Stöcke. Und fülle mal die Behälter. Das hast du nämlich ganz gut hinbekommen, die Tage. Huch. Er kümmert sich und wir bauen auf. Perfekt. Also. Nee, nee. Einmal Regal. Okay, da brauche ich jetzt hier schon Sticks. Dann lass mal die da liegen. Und nochmal.
So, das heißt, wir haben hier vier, wir haben dann da vier und dann geht es an die Rüstungspuppen. Das sieht, wir haben das echt so gespiegelt. Ist dann da auch. Wir haben das wirklich genauso. Das ist ja cool. Jetzt nochmal vier Rüstungspuppen da oben drauf. Das ist eine sticklastige Geschichte jetzt dann am Ende, aber weißt du was? Hier überlege ich halt noch, ob wir das so lassen wollen. Das weiß ich noch nicht. Jetzt pass auf, wir machen das jetzt mal kurz hin, damit da mal eine kleine. Wie war das? Der kleine Zipfel muss vor, gell? Kleine Zipfel muss vor. Ich sag's jetzt mal einfach, dass es so passt. So, dann müssen wir hier. Wie habe ich das gehabt? Einer dazwischen, auf dem steht er dann. Ungefähr hier. Dann haben wir hier einer dazwischen. Hier steht er dann. Und hier nochmal. Einer dazwischen und hier steht er dann. Das ist die Frage, da weiß ich jetzt tatsächlich noch nicht hundertprozentig, ich will. Diese Ansicht hier, die weiß ich noch nicht. Der Raum in, also so ist halt, das finde ich ganz gut, weil es ist ein bisschen abschrägt. Also ich weiß auch nicht, ob ich das hier zu will. Muss ich das jetzt entscheiden? Nicht unbedingt, oder? Warte mal geschwind. Das will ich mal wenigstens mal kurz angucken. So wie es aussieht, formt er den, ne? Ich glaube, den formt er. Es müssten draußen auf dem Dach die kleinen Brocken rumliegen. Ja, richtig, den Kronleuchter müssen wir noch spiegeln. Ging das jetzt nur hier drüben? Mist, ich weiß nicht. Also aus dem Dach guckt nichts raus. Doch, guck mal, das hier. Nee, er hat es nicht abgeschnitten. Entschuldigung, nimm das. Das. Was ist denn das jetzt hier für eine Scheiße wieder? Ich muss gucken, was ich da gemacht habe. Da hängt doch auch noch eine Stümpel raus. Aber was hängt denn da jetzt raus? Ach ja, richtig. Und wieso ist das überhaupt da drin, das Ding? Dieser Schrägbalken, der gehört doch gar nirgends dazu, oder? Den kriege ich jetzt nicht mehr weg, Leute, den da. Wieso kriege ich den jetzt nicht mehr weg? Da habe ich jetzt wieder irgendwas gemacht, den kriegen wir jetzt nicht einfach so weg, weil ich das gern hätte. Und ich glaube aber, dass jetzt hier einer fehlt. Das habe ich jetzt irgendwie verhunzt. Ich kann höchstens gucken. Ja, ich sehe das Problem, sehe ich, aber ob ich das nochmal repariert kriege. Vielleicht ist das aber auch ein Zeichen, dass das Haus einfach so eine eigene Note auch will. Eins ist klar, ich hack nichts, ich hack nichts weg mehr. Ja. Das ist der, der rausguckt. Und das ist der hier, der fehlt. Jetzt guck. Scheiße. Ich will nur nicht runterknallen. Hier fehlt einer, ne? Wenn ich den angezeichnet kriegen würde, wäre es cool. Wir probieren es. Scheiße. Aber einen Vorteil hat es. Es wird gerade dunkelmägig. Dann sehen wir unsere schöne Beleuchtung. Ja. Kündigst du jetzt gerade Zeitwechsel an? Die Lücke hier müssen wir auf jeden Fall zumachen. Vielleicht sogar heute noch. Manchmal
Manchmal, das habe ich aber gar nicht gesehen, wie ich den Schrägen da reingeballert hatte. Hier, ne? Da müsste eigentlich jetzt ein Schräger runter und den lässt er mich jetzt gerade nachträglich nicht reinmachen. Da werde ich mal irgendwann, wenn ich Muße habe, wohl gucken, abdecken alles. Vielleicht habe ich ja jetzt kurz Muße. Und das nächste Problem. Ich kann natürlich diesen Schrägen nicht setzen, solange schon einer drin ist. Und der, der drin ist, der will nicht raus. Jetzt fällt mir auch im Moment spontan nichts mehr ein, wie ich das irgendwie nochmal nachträglich richten kann. Der sitzt einfach falsch und gehört hier nicht hin. Und ich habe jetzt gerade gespeichert. Ich probiere den jetzt wegzuschlagen hier, den da. Und da wollte er doch bestimmt dabei sein. Es ist nicht das erste Mal, dass hier Tolles passiert. Wir haben Glück. Wir haben Glück. So, jetzt hoffe ich nur, dass der auch gleich ist. Nee, er ist nicht gleich. Der muss da unten dann irgendwo hin, ne? Hau den mal weg. Reparier da mal rum. Von wo nach wo muss denn der? Doch, doch, das stimmt schon. Das stimmt schon. So. Und jetzt können wir das ganze Ding wieder decken. Fehler ist ausgebügelt. Siehst du, haben wir auch mal wieder Fehleranalyse und Fehlerausbügeln gemeinsam gemacht. Und das Schöne ist, durchs Rumprobieren ist jetzt auch Nacht geworden. Das heißt, wir können jetzt gleich mal gucken, wie das mit der Beleuchtung geworden ist. Ja, ich glaube, ich habe ein oder zwei sind runtergeflogen. Die Solarzelle habe ich jetzt weggebaut, gell? Ja, guck mal, einer fehlt jetzt hier zwei. Das ist aber nicht das Problem. Oh, der Balkon verfehlt. Ich habe den Balkon verfehlt. Das will ich jetzt noch in Ordnung bringen, Schwinn. Schöne Geschichte. Also, wir haben jetzt wieder Munition. Für den Fall der Fälle, dass Angriffe kommen, sind wir gewappnet. Das haben wir. Und wir haben gespiegelt. Was uns jetzt fehlt, sind jede Menge Sticks. Da werde ich wieder ein kleines bisschen in die Vorbereitung gehen. Mit dem Kelvin, dass wir das demnächst auch fertig bekommen. Und dann sind wir noch dabei, die Fassade außen. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Das machen wir morgen, dass es außen ein schönes Bild da gibt, weil im Moment sind noch sehr viele Löcher in der Base. So langsam, Nemi. Jawohl. Kann sein, dass ich den jetzt aber gleich verliere, ne? Oh, Virginia, da musst du aufpassen, der Nameless. Ja, da fliegt er gerade. Und fast hätte er sie erwischt. Also das mache ich dann auch offscreen. Jetzt gucken wir uns mal an, wie es aussieht. Sie sind schon noch ein bisschen überstrahlt. Ja, aber hier ist halt schon auf jeden Fall überstrahlt. Aber das ist ja mehr oder weniger Werbung, ne? Das ist, wenn du hier hinkommst, dass du Bescheid weißt. Alterle, hier kannst du einkehren. So, dieses Setzkastenthema müssen wir noch erledigen. Dann machen wir auf jeden Fall untenrum die Bahn hier komplett zu. Also praktisch, da fehlen dann noch, dann machen wir das hier auf 3. Okay, wie sieht es dann von der Seite aus? Hier ist es auch auf 3, damit das schon mal gleich ist. Und da die Fensterlücken müssen wir schließen. Ist schon arg, gell? Ich habe es auch gerade gedacht. Und von vorne, wenn ich es dann so mache. Ja, vorne werden wir nicht komplett. Ich glaube, vorne werden wir eher nochmal ein paar Fackeln mit dranbringen. Und diese obere Frontlade, die werde ich eventuell zumachen. Ja, und dann lieber noch ein, zwei Fackeln hin. So, meine Lieben, wunderschön. Es wird immer mehr. Wenn du überlegst, dass das hier mal unser Lager war und jetzt ist es das hier. Hier fehlt natürlich noch die Ausleuchtung von der Seite hier rüber. Und dann müssen wir mal gucken, wo wir da noch ran müssen, ne? Damit es auch wirklich, wirklich später dann schön aussieht. Tja, einer war hier noch, ich weiß noch nicht. Ich glaube, ich gehe nochmal aufs Dach. Schubdubiduba, schubdubdu. Millionen Lichter und trotzdem sind Stellen hier, das siehst du gar nichts mehr, ne? Alles klar, wir sehen uns morgen wieder, wenn ich dann diese Latte angebracht habe. Habe jetzt keinen Bock mehr. So, Leute, danke fürs Dabeisein. So langsam aber sicher. Kriegt es hier seinen Effekt. Achso, warte mal, was ich noch gucken wollte. Der Kelvin, hat er uns jetzt nicht irgendwie hier das Sticks reingemacht wie Sau? Hat er oben auch schon? Weil das wäre nämlich wichtig zu wissen, ob er das überhaupt schafft. Kann er nicht, ne? Weil das Ding noch gar nicht gebaut ist. Also hat er alles erledigt. Komm, 20 Sticks verbauen wir noch, dann wechsle ich rüber.
So, 20 Sticks. Paar Knochen. Schubiduba, schubdubendidu. Wenn das dann noch ausgeleuchtet ist und wir uns da vielleicht noch Gedanken machen, wie wir hier noch ein bisschen Licht hinkriegen, vielleicht baue ich da auch noch einen Kronleuchter rein, dann wird es richtig gut. So, das hier war der Stickbehälter, gell? Ja, das hier war der Steinbehälter und das war der erste Knochenbehälter. Kann uns Kelvin morgen normalerweise helfen, hier fertig zu machen, ne? Die Regale sind auch da. Guck dir das an. Richtig cool. Was stellen wir denn da drauf? Nö, 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 nö. Am liebsten hätte ich da noch ein paar Totenköpfe dann später. Ein Bein. Ich habe da jetzt mal ein Bein drauf gemacht, aber das sieht ja scheiße aus. Fällt uns da was ein? Fällt uns da vielleicht irgendwas ein? Leute, bis morgen.